Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect 2. Und jetzt habe ich mal gegoogelt, wer Harkin eigentlich ist. Das ist der Typ, den wir im ersten Teil in Korras Nest immer gesehen haben. Dieser Trunkenbold, den wir nach Garrus gefragt haben. Der ehemals bei der C-Sicherheit gearbeitet hat. Okay, jetzt die nächste Frage ist jetzt allerdings, ich habe nur das nachgelesen. Ich habe jetzt nicht alles gelesen in dem Wiki, weil ich mir denke, ich will mich ja jetzt auch nicht spoilern lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt klar, dass dieser Typ Fade ist? Ja? Also, wo geht's denn hier weiter? Ach, da geht's weiter. Oh, ein One-Safe. Okay. Okay, starte umgehen. Boah, ich habe lange nicht mehr gehackt. So. So war das, ne? Ja, der... Der. So. Und wir brauchen Kohle. Wir brauchen dringend Kohle. Yes, sehr gut. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Nichts. Harkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Okay, ich gehe schwer davon aus, dass Harkin... Huch, was habe ich jetzt gemacht? Egal, wir umgehen das jetzt. Ich gehe schwer davon aus, dass Harkin wirklich dann der böse... Fade ist. So. Und? 100 Credits? Das ist ja lächerlich. 900 Credits. Okay, das ist okay. Achso, weil wir wahrscheinlich genug Medigel haben, ne? Dann kriegen wir immer kein Medigel, sondern Geld dafür. Und 100 ist ja echt läppsch. Naja, gut. Besser als gar nichts. Okay, Moment. Erstmal orientieren. Da haben wir irgendwo einen. Hier war, sehe ich aber nicht. Gut, dann kümmere ich mich mal... Ach, da. Der da. Da könnt ihr bitte euch beide um den da kümmern. Dann kümmere ich mich um den da. Wow, danke für die Hilfe. Oh, wo kommen die denn her? Ey! Schildet. Ey! Könnt ihr mir mal helfen, Jungs? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin bei Ihnen. Hinter Ihnen. Wie hinter mir? Wo seid ihr denn? Was für eine Unverschämtheit. Wo sind die? Ach, da. Helft mir doch mal. Ach, weil ich wahrscheinlich, weil ich denen vorhin gesagt habe, die sollen sich da hinstellen. Die sollten sich in den Container da stellen. Wahrscheinlich deswegen. Oh, wie scheiße. Ach, fuck. Okay. Ihr helft mir jetzt aber, ja? Guter Schuss. Sehr guter Schuss, das muss man ja sagen. So. Ich bin Rogana. Das freut mich. Da ist er richtig stolz drauf. Oh, hi. Mann, diese dummen Loki-Viecher hier. Backup-System fordert Unterstützung. Schaffen die Betroffenen haben angegriffen. System Ausfall. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Das ist ja eine Unverschämtheit. Mich verletzt niemand. So. Ey, komm, steh auf. So, was haben wir hier? Platinen, die wir wieder umgehen können. Das heißt, wir kriegen wieder Geld. Sehr gut. Wir müssen alles hacken, was Geld gibt. So, da. Dann da. Oh, oh, da wird geschossen im Hintergrund. Ich beeil mich. So. Komm schon. Okay. Noch mehr Platinen. Moment, Moment, Moment. Erstmal hier ein paar Leute umbringen. Ey, komm. Nein, du sollst... Oh Gott, bleib bei mir. Direkt hinter Ihnen. Okay, und warum hast du jetzt deine Waffe gewechselt? Das wollte ich nicht. So. Nimm das. Du stehst im Weg. Spür den Blutrausch. So. Ich brauche Deckung. Mann. Ich möchte gerne da diese Platinen umgehen. So, jetzt kämpft mal ein bisschen. So. Ich muss doch hier, ich brauche doch Geld. Ich muss doch noch mehr Fische und Hamster und so kaufen.
Nee, aber wir haben ja jetzt... Die guten Sachen haben wir ja alle jetzt nicht gekauft gehabt. Also was heißt die guten Sachen? Aber Waffenschaden und so ein Kram, der ist halt mega teuer. Und dafür brauchen wir Geld. Das ist doch ganz logisch. So, da haben wir Iridium. Das braucht man sowas von gar nicht. So, was haben wir denn hier? Medizinkit. Was haben wir da? Munition für schwere Waffen, sehr gut. Ein Laptop, den wir hacken können. Machen wir mal. Mal gucken, was der so im Angebot hat. So. Ja, wäre schön, wenn da auch mal was kommen würde. So. Und jetzt... nicht so schnell. So. Und? Wow, 4500. Sehr schön. Gut, haben wir hier alles? Okay, wir haben ja, glaube ich, alles. Jetzt können wir die Brücke senken, um weiterzukommen. Und zwar schnell laufen, weil jetzt kommen schon wieder Gegner hier. Da, sag ich doch. Kommt her, kommt mal bei mich bei. Ey, Garrus, spring mir nicht durch das Feld. Durchs Sichtfeld. Durchs Feld. So, okay, weiter geht's. Eine zerbrechliche Kiste. Keiner da. Wie die zu Staub zerfallen. Kann mir doch keiner erzählen, dass das der Realität entspricht. Oh, hi. Uah, fuck. Oh, du bist ja ein Commander. Du bist ja ein höheres Tier hier. Oh, fuck, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ich seh's doch, ich seh's doch. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Den wegmachen. So. Oh Gott, oh Gott. Ich... Oh. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alles klar. Oh, fuck. Kann ich wieder auf lange und... Ah, okay. Upsi. Okay, war's das? Okay. Gott, diese Viecher. Alter Schwede, gibt's hier Munition? Nein, natürlich nicht. Leute, ich muss auch noch dahinter. Ich dachte, das wären jetzt alle. Ich dachte, das wäre so... Okay, jetzt ist die Musik zu Ende. Das war wahrscheinlich noch so ein Überbleibsel-Typ. Weil das war ja jetzt ein ganz normaler Schütze. Während ja die großen Geschütze jetzt gerade schon gekommen sind. So. Ich brauche Munition. Gibt's hier irgendwo Munition? Oh, wieder Platinen, die wir umgehen können. Oh, können wir hier Kohle machen? Ist ja nur so Kleinvieh, aber hey. Und wir kriegen das doch, glaube ich, dann auch wieder von Cerberus bezahlt, ne? So, warte. Da und da. So. Wir müssen unbedingt mehr Missionen machen, um Kohle zu kriegen. Und nicht immer dahin gehen, wo man viel Geld ausgeben kann. Okay. Ja, ich habe nicht mehr so viel Munition. Was zum Teufel hat Harkin vor? Hi. Harkin? Ich muss dich mal hier ausluten. Fensterkonsole öffnen. Was haben wir da? Oh. Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Naja, der ist ja nur der Weg zu diesem anderen Typen hin, den du da suchst, dessen Namen ich vergessen habe. Sind sie in Ordnung? Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzt. Sidonis. Wird. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich habe was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Das ist eine Falle. Okay, Harkin. Wir reden über Harkin erstmal. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Gehen Sie nicht zu weit. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Okay. Ich möchte gerne über Sidonis reden. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen.
Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Zufrieden? Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich weiß, dass es Ihnen nicht gefällt, Shepard. Aber ich muss das tun. Gibt es keinen anderen Weg? Möglich. Aber das ist was Persönliches. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Okay. Lagerhaus. Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex. Schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Und irgendwie... Harkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding, was wir da gerade schon besiegt haben, oder? Schnappen wir ihn uns. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen. Warte. Ich möchte gerne noch hier gucken. Energiezellen. Wandsafe umgehen. Okay, wir haben Munition für schwere Waffen gekriegt. Das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir es auch benötigen werden. Ach scheiße, war das da oben das? Ja. So und so. Oh, wenn Hacken mal so einfach wäre. Was haben wir gekriegt? 2100. Sehr schön. Was haben wir hier? Gefälschte IDs. Finden Sie irgendjemanden, der für gefälschte IDs eine Verwendung hat? Oh, 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 oh. Okay, gut. Müssen wir jetzt hier irgendwie durchschießen oder so? Guck, da ist Harkin. Hier war doch irgendein Vieh. Kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt nicht irgendwie eine Falle ist. Okay. Wir speichern. Und dann geht's los. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Fuck. Okay. Die da. Gut. Pass auf. Ich versuche gerade hier ein bisschen eine Übersicht zu bekommen. Können wir die da abschießen? Ab das Ziel. Okay, was schießen die denn ab? Diese Kisten. Okay. Vielleicht können wir das gleich benutzen für... Vorsicht. Warte. So muss es sein! Oh Gott, warte. Ich suche gerade das Monster. Was? Naja gut, wir kämpfen jetzt erstmal uns durch die Reihen hier. Guck mal. Könnt ihr nicht hier mal so sowas hier machen? Und du machst mal... Kannst nix. Okay. Disruptor-Munition würde ich ja gerne machen, aber hier sind, glaube ich, hauptsächlich... Ach komm, ich gehe mal auf Disruptor-Munition. Das interessiert nur die Blue Suns-Schützen nicht so wirklich. Okay, hier ist irgendwo so ein Plasmawerfer. Den interessiert das nämlich nicht wirklich. Hä? Achso. Spürt den Blutrausch. Kann man die kaputt machen? Nein, kann man nicht. Okay. Pass auf, dann machen wir es anders. Ich gehe doch wieder auf die Munition. Okay. Na komm, steh auf! Okay, da ist auf jeden Fall ein Commander, der auch ein Schild hat. Also bei dem hätte das sogar... Komm, wir machen erstmal den da. Oh Mann! Okay, könnt ihr euch bitte mal um den da kümmern? So. Oh Gott, da sind ja ganz viele hier von denen. Komm schon. Kann ich den da erwischen? Nee, kann ich natürlich nicht. Oh, warte, du lebst aber noch, ja? Scheiße. So. So. Wo ist denn da jemand? Na komm, geh da hoch, Shepard. Oh Mann. Wieso kletterst du nicht? Du sollst da hochklettern. So. Ihr bitte beide da oben irgendwen angreifen. Ich bin dabei. Dankeschön. Oh, hi. Okay. Wo, was? Oh Gott.
Warte. Gareth, Mann, ey. Einigkeit schon wieder. So. Leite Energieversorgung um. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Boah, jetzt werde ich nervös. Wo ich bin, da, ich warte noch darauf, dass hier der große böse Gegner kommt, echt. Und ich habe keine Munition mehr. Okay, jetzt habe ich wieder etwas. Ich laufe vor Ihnen nicht davon, Shepard. Mhm. Das wird Harkin noch bereuen. Da kommt doch noch jetzt irgendwas. Oh Mist. Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Wo? Sie wirklich, sie wären mit mir fertig, Shepard? Fuck. Komm schnell da hoch wieder. Spür den Blutrausch. Okay. Okay. Ah. Brr. Okay. Pass auf. Du machst mal Überlastung auf den. Du kannst irgendwie nix. Okay. Ich mach erstmal das hier. Ah, jetzt kann ich gar nichts hier machen, ne? Scheiße. Okay, pass auf. Dann wechsle ich jetzt noch die Munition. Okay, erstmal den einen. Okay, jetzt kann ich wieder. Komm schon. Bam, so. Okay. So, und könnt ihr mal bitte hier irgendwie... Guck mal, du machst mal auf den das da, bitte. Zielverfolgung. Komm schon. Ihr müsst beide den auch angreifen. Dabei. Ah, jetzt habe ich schon wieder so viel Munition verloren wegen euch. Okay. Was jetzt? Wohl nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Haben die wenigstens Munition fallen lassen? Ach Mann, ich will da rüberklettern. Okay. Da kommt doch jetzt noch was. Sie werden es niemals schaffen. Ja. Feinde voraus! So. Entschuldigung. Boah, was war denn das jetzt hier? Müssen wir da jetzt hochklettern oder was? Ich hasse Klettern. So, Munition. So. Aber theoretisch? Huch. Komm schon, Harkin, du bist nur der erste Schritt zu dem Eigentlichen, wo wir hinwollen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ach komm, der weiß doch, dass wir hier sind. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Oh. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Mhm. Kommen Sie schon, Gareth. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Information. Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Autsch. Falsche Antwort. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Seien Sie vernünftig. Harkin, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft... Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Gareth? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Yep. Ich gehe. Der hat da doch irgendwas. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein.
Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Nein. Das ist nicht Ihr Stil, Gareth. Gefängnis. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Nee, komm. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ja, das hat er verdient. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Okay. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Wollte er den ins Bein schießen oder was? Weil er meinte, ich würde ihn was verlangsamen. Ist egal, wir haben was Gutes getan wieder. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Er ist es nicht wert. Mhm. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit ihm. C-Sicherheit soll sich jetzt um ihn kümmern. Ja, da haben Sie wohl recht. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Sind Sie sicher? Haben Sie sich das gut überlegt? Wissen Sie, was Sie tun? Nein, aber ich mache jetzt keinen Rückzieher mehr. Okay. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Geben Sie mir eine Chance? In Ordnung. Der Typ hat ja das Squad von Garrus umgebracht, ne? So habe ich doch in Erinnerung. Deswegen war Garrus ja alleine als Archangel. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Okay. Ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich weiß das zu schätzen. Ich muss mich vorbereiten. Mental? Körperlich? Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Wie soll es ablaufen? Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Okay. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Gut. Und Grant, was machst du so? Du bist einfach nur Deko. Shepard, können Sie mich hören? Mhm. Klar und deutlich. Und ich, hoppala. Ist er das? Ist er das? Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Phew. Ach komm, als ob der Garrus im Hintergrund nicht sieht. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Oh, das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Na, schieß schon. So, fühlst du dich Verrat jetzt besser? Gestraft, Sidonis. Ich hoffe, er fühlt sich jetzt besser und ich hoffe, wir haben das Richtige gemacht. Oh Gott. Das ging ja ganz einfach. Ja, ging es. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin bei Ihnen. Ich muss auch weg von diesem Ort. Gut, Mission erfüllt. Garrus Verräter wurde gefunden. Die Sache ist erledigt und Garrus kann sich im klaren Kopf der Mission widmen. Zielsicherheitsbeamte werden dafür sorgen, dass keine Anklage gegen ihn oder Shepard erhoben wird. Möglicherweise lässt sich Hawkins kriminelles Netzwerk nutzen, Agenten zur Untersuchung entsandt.
Okay. Kraft von Garrus freigeschaltet. Erhöht den Schaden an Panzerung und Gesundheit. Okay. Garrus hat ein neues Outfit. Schön. Cerberus-Finanzierung. Bla bla bla. Insgesamt haben wir 27.600 Credits gekriegt. Was nicht so viel ist, glaube ich. Iridium haben wir ein bisschen was gefunden, aber da haben wir mehr durch Planeten aussaugen. Und das war's. Ach ja. Ich hoffe, der Garrus hat jetzt ein besseres Gewissen und, nein, ein besseres Gewissen, er fühlt sich jetzt besser und ist uns loyal. Okay, jetzt sind wir wieder hier. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Wie schade. Wie schade, okay. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal auf die Normandy zurück. So. Natürlich bedeutet das auch, dass wir mit der Normandy erstmal wieder wegfliegen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob wir die Citadel jetzt verlassen. Aber gut. Wir können wohl nicht auf das Schiff, ohne dass das nicht angedockt ist. Ich wollte nämlich gerne mit Garrus reden. Und ich überlege gerade, wir haben ja jetzt jemand Neues rekrutiert, dass wir mit der Dame auch mal reden. Da müssen wir ja noch einen Quest machen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Loyalitätsquest ist oder ob das, ja doch eigentlich schon, ne? Weil das war ja auch bei dem anderen DLC, also bei Said, die Sache, dass wir quasi sofort die Loyalitätsmission bekommen haben und ihn ja rekrutiert haben, ohne irgendwas groß machen zu müssen. Und so wird das wahrscheinlich bei ihr auch laufen. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Okay, weil wir jetzt wieder Spectre sind. Ja, es hat sich ja ein bisschen was geändert. So, okay, pass auf. Warte, wir wollen zu Garrus. Garrus, wo finden wir den denn nochmal? Garrus ist, glaube ich, unten, oder? Nee. Da ist Garrus. Wo ist denn die neue? Katsumi ist auch da. Okay, dann gehen wir doch dahin. Wenn das jetzt so ist wie bei Said, können wir mit der sowieso kein richtiges Gespräch führen. Weil die Dame... Backbord-Beobachtungsdeck. Waren wir da schon mal? Ah, da ist sie. Ah, hübsch. Warte, da gehen wir später hin. Ich möchte erstmal mich mit Garrus unterhalten. Wo war das? Das war, glaube ich, da ganz hinten durch, ne? Ah, und hier, wir haben Essen. Guck mal hier, Miss Messergent-Gardner. Hier, bitteschön, Essen. Commander! Die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari-Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ja, klar, danke. Ehrlich gesagt, basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Danke. Krieg ich auch Geld dafür? Nee, offensichtlich nicht. Schade. Das brauche ich nämlich ganz dringend. So, Garrus, wie geht's dir so? Shepard, brauchen Sie was? Ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass sie die Mission zum Erfolg führen. Wer sonst soll da noch sein? Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Okay. Schön, dass Sie hier sind. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das. Nur halt nicht so elegant. Oh. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Was ist mit Ilos? Das war ja auch mehr oder weniger ein Selbstmordeinsatz. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Hm. Wie schätzen Sie denn unsere Chancen ein? Mal im Ernst, Garrus. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst?
Die Kollektoren haben sie schon mal getötet. Und sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben. Daran besteht kein Zweifel. Nein! Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. So, und wie geht's dir so in Verbindung mit der C-Sicherheit? Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder schon, das Turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Okay. Und was sind turianische Vorbereitungen? Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Vollkontakt-Sparring? Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Wie ist es gelaufen? Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Ah ja, ist klar. Das klingt ja, als würden Sie ganz schön unter Spannung leiden. Oh Gott! Vielleicht könnte ich Ihnen helfen, Sie loszuwerden. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen nach Sparring zumute ist, Commander. Okay. Ich dachte, wir haben jemanden. Okay. Das habe ich aber nicht gemeint. Und wenn wir gleich mit der Fortsetzung beginnen? Wir könnten Ihre Reichweite testen. Und meine Gelenkigkeit. Oh Gott! Oh, ich hätte nicht... Ich wusste ja nicht, dass Sie eine Schwäche für Männer mit Narben haben. Naja, warum nicht, verdammt. Niemanden in der Galaxie respektiere ich mehr als Sie. Und wir können rausfinden, wie wir es anstellen, damit es funktioniert. Ja, absolut. Das kam jetzt unerwartet. Irgendwie. Okay. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu zu sagen habe. An dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja. Reden Sie nur. Ja, ist doch gut. Wenn das ist, klingt ja dann, dass es besser ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen verstört, aber gut. Ich weiß überhaupt nicht, mit wem wir hier alles uns... also eine Romanze eingehen können. Ich habe irgendwie gedacht, dass das mit dem ersten Teil so entschieden ist. Aber es scheint wohl so, dass wir wieder die freie Auswahl haben. Und diesmal, wo Garrus dabei ist. Der war ja im ersten Teil, den konnte man da ja nicht irgendwie rumkriegen. Konnte man ja nicht mit dem rumschnackseln. Ja gut. Keine Ahnung, ob Shepard auf ihn steht oder nicht. Das werden wir dann irgendwie in der Zukunft herausfinden. Und in der nächsten Folge werde ich mich mal mit unserer Katsumi, oder wie sie heißt, unterhalten. Denn diese Folge ist jetzt doch schon etwas länger zu Ende. Und genau. Und dann gucken wir mal, was wir so in Zukunft für Quests machen. Wir brauchen ja dringend Kohle. Bis dann, wir sehen uns. Ciao!